Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer an den Bildschirmen zu Hause, guten Abend und herzlich willkommen hier im digitalen Körperforum. Mein Name ist Stefanie Luppe und als Programmleiterin im Bereich Kultur der Körperstiftung begrüße ich Sie herzlich zu unserem Diskussionsabend Theater klimaneutral in Kooperation mit Nachtkritik. Mit dieser Veranstaltung verbinden sich zwei Themenfelder der Körperstiftung. Zum einen das Kulturengagement und zum anderen der Bereich Innovation, in dem es um Zukunftsthemen und deren gesellschaftliche Debatte geht. Der Klimawandel ist, wie wir wissen, kein reines Zukunftsthema. Bereits jetzt ergreift er alle unsere Lebensbereiche, auch wenn er aktuell angesichts der Corona-Krise in den Hintergrund zu rücken scheint. Auch in der Kultur gilt es, sich die Frage zu stellen, wie der Klimawandel Gegenstand der künstlerischen Auseinandersetzung sein kann. Und wie es eigentlich um die Klimabilanz von künstlerischen Produktionsprozessen, von Festivals, von Gastspielreisen geht. Darüber wollen wir gleich sprechen. Die heutige Veranstaltung wurde initiiert und kuratiert von Lynn Takeo Musiol und Christian Tschirner. Dafür sehr herzlichen Dank. Und nun übergebe ich an Christian Rako, der als Theaterkritiker und Redaktionsleiter von Nachtkritik die Moderation übernehmen wird. Christian Rako, herzliche Grüße nach Berlin. Vielen Dank, liebe Stefanie Lubbe. Vielen Dank, liebe Körperstiftung, die diese Veranstaltung möglich gemacht hat. Dank im Namen von Nachtkritik.de. Unsere Grüße gehen hier aus Berlin nach Hamburg, wo wir unter besseren Umständen gern zusammengekommen wären, co-präsent, wie das jetzt heißt. Stattdessen sehen wir uns im Zoom und ich begrüße heute Abend mit mir Nicola Bramkamp. Sie war zuletzt Schauspielleiterin am Theater Bonn. Sie ist Miterfinderin der Konferenz für Geschlechtergerechtigkeit im Theater Burning Issues und, was am wichtigsten wahrscheinlich heute, ist Mitgründerin und Organisatorin des jährlichen Festivals für Zukunftsfragen Save the World. Das gibt es seit 2014. Ich begrüße Sebastian Brünger von der Kulturstiftung des Bundes. Er ist dort unter anderem verantwortlich für das Programm Doppelpass, das an der Schnittstelle von freier Szene und Stadttheater arbeitet. Und er ist verantwortlich für ein Pilotprojekt, das Klimabilanzen in Kulturinstitutionen heißt. Und darüber wird er heute Abend mit uns sprechen. Und willkommen, liebe Jette Stecke. Sie ist Regisseurin regelmäßig am Deutschen Theater Berlin. Sie arbeitet an vielen Häusern, Burgtheater in Wien. Und sie ist aber vor allem auch Hausregisseurin am Thalia Theater in Hamburg und insofern eine Lokalmatadorin. Um unsere kleine Zoom-Runde herum sitzt ein virtuelles Publikum, das sich auf nachtkritik.de heute Abend im Live-Chat beteiligen kann oder im Live-Chat miteinander ins Gespräch kommen kann. Und wir bemühen uns, Fragen, die in diesem Chat aufkommen, im Laufe unseres Gesprächs hier auf Zoom einzubinden. Auch mein großer Dank geht an die Dramaturginnen Lynn Takeo Musiol und Christian Tschirner. Wir haben es gerade gehört, die beiden haben die Veranstaltung hier möglich gemacht, kuratiert, initiiert. Sie haben letztes Jahr auf nachtkritik.de eine wichtige Serie, eine Textserie vorgelegt zu Klimafragen des Theaters. Inside Endzeit heißt die. Und aus dem Dialog um diese Textserie herum ist die heutige Veranstaltung hervorgegangen. Und Inside Endzeit, das ist ja vielleicht eine Botschaft, die womöglich in unseren Köpfen, aber ganz sicher noch nicht in unseren Herzen angekommen ist und schon gar nicht in unserem Handeln. Eine Endzeit steht an für die Wachstumswirtschaft, die uns in rasender Geschwindigkeit an die Grenzen unseres Planeten, an die Ressourcengrenzen gebracht hat. Wir stecken in der menschgemachten Klimakrise. Und um das Pariser Klimaziel, die Erderwärmung nicht über 1,5 Grad gegenüber vorindustriellem Niveau zu bringen, um dieses Klimaziel zu erreichen, braucht es Bestrebungen, die eine Klimaneutralität bis 2035 garantieren. Wie soll das aussehen? Das wissen wir nicht. Das wollen wir heute Abend fragen. Zumindest für unseren kleinen Kulturbereich wollen wir es fragen. Wir wissen nur, dass ein Weiter-so wohl nicht mehr geht. Es geht das Weiter-so nicht mehr, weil es uns an Knappheiten kommen lässt. Knappheiten, die wir in Ansätzen schon ablesen können. Hitzeperioden, auch hier in Europa, Wasserknappheit und weltweit gesehen zunehmende Knappheit von Lebensraum. Die zentrale Frage dieser Klimadiskussion, wie der gesamten Klimadiskussion, ist, wie gehen wir um mit dem menschgemachten Klimawandel? Schaffen wir es,
politisch die Transformation zu gestalten und dem Klimawandel entgegenzuwirken? Oder wird er uns eher passieren? Werden Änderungen eintreten aus der Not heraus? Ja, wie es im Englischen heißt, gestalten wir die Transformation by design oder by disaster? Geht es um vernünftige Verteilung oder kommende Verteilungskämpfe? Das ist also eine Frage an die politischen Entscheidungsträger, aber es ist eben auch eine Frage an die Rolle der Kunst, sofern sie sich politisch begreift. Die Fragen dieser Diskussion, die Fragen an die Klimazukunft, hat auch eine Videoserie erarbeitet. In den letzten Tagen war sie auf Nachtkritik täglich zu sehen, in 7 Teilen, von Lynn Museum und Christian Schirner, gemeinsam mit Yannick Böhmer erstellt. Und wir wollen noch mal in den ersten Teil dieser Klimareihe hineingucken, um einen guten Startpunkt und einen Absprung für unser Gespräch zu finden. Bitte Teil 1 von Echo Saloon TV. Das Scheitern der Aufklärung, jetzt auch mit einem Film wie Ökozid, wo ich einfach merke, 50% der Menschen verweigern sich komplett, denunzieren mich, beschimpfen mich, bedrohen mich. Die erreiche ich nicht. Also wenn ich nicht im Persönlichen schaffe, dann über das zu sprechen, was uns antreibt, was uns eben dahin treibt, dass wir so handeln oder nicht handeln, wie wir es tun. Und das ist zähe persönliche Überzeugungsarbeit und eigentlich auch sehr viel Scheitern. Also ich erlebe für mich jetzt mit Ökozid ein weit größeres Scheitern von Aufklärung, wie ich es mir je habe vorstellen können. Sprich, der Kapitalismus ist eigentlich ein Supersystem. Er nimmt alle Menschen mit, wenn er richtig gesteuert wird. Er produziert Wohlstand. Es ist ein Traum. Einziges Problem ist eben, dass man nicht ewig wachsen kann und dieses System Wachstum braucht. Und deswegen ist es halt so, dass der eigentliche Widerspruch im Kapitalismus ist, dass er die Umwelt ruiniert. Was ich schon verstehe, ist, dass eine linke Geschichtsnarration immer darauf aufgebaut war, zu sagen, irgendwann wird es besser. Irgendwann, wenn wir kämpfen, dann werden wir Gerechtigkeit, dann werden wir Gleichheit, dann werden wir Wohlstand auch für die Armen herstellen. Aber die Klimanarration ist eine, die sich damit herumschlagen muss, dass es erstmal schlechter wird, und zwar für alle. Und zwar erheblich schlechter. Und das ist sehr schlecht anschlussfähig an linke Erzählungen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum bei vielen, wo man denken würde, die müssten doch eigentlich unsere Verbündeten sein, man keine Koalition bilden kann. Das Wissen ist vorhanden, die Warnung ist vorhanden und es wird in dem Sinne nicht gehandelt. Man kann schon jetzt 2 absolute Grenzen erkennen, woran der Kapitalismus scheitern wird oder warum er zu Ende gehen wird. Die eine Grenze ist die Rohstoffgrenze und das andere ist eben die Umweltgrenze. Ja, hallo? Rausch? Ja? Hallo? Ja? Ah, das ist ja nett. Nö, also es ist knapp. Ich bin recht voll nächste Saison, aber Bakterien auf der großen Bühne, ja, nee, müssen wir einfach viele Bakterien hinkriegen, ja. Nee, ist eine gute Idee, finde ich gut, ja. Wien ist halt weit, ne. Nee, fahre ich hier nicht mit dem Zug, das sind 7 Stunden. Nee, Flügel müssen drin sein, ist klar. Nee, okay, gut, nee, machen wir. Gut, ciao. Ja, vielen Dank für das Video. Ich greife mir einen der Punkte direkt raus, und zwar diese These, wir können nicht ewig wachsen. Wir müssen uns auf ein Narrativ einstellen, das in der Theaterszene vielleicht bisher nicht so en vogue war, wie Tobias Rausch sagt. Es wird immer besser.
Das ist möglicherweise jetzt aktuell nicht der Stand, sondern es wird um Reduktion gehen. Es wird um Reduktion von Ressourcenverbrauch gehen. Es wird Reduktion von dem Einsatz materieller Mittel gehen. Sebastian Brünger mit ihrem Bundeskulturstiftungsprojekt Klimabilanzen in Kulturinstitutionen wollen Sie überhaupt erstmal Punkte identifizieren, an denen ein Nachdenken über eine neue Form von klimagerechter Haushaltung in Häusern einsetzen kann. Welche Ziele verfolgen Sie konkret mit diesem Pilotprojekt? Ja, ich glaube, ein paar Stichworte sind schon gefallen, die da wesentlich sind. Vielleicht geht es am Anfang jetzt gar nicht so sehr, um gleich eine neue Narration zu entwickeln, sondern erstmal geht es um eine Statusanalyse. Weil wir sind überzeugt, dass wenn sich die politischen Klimaziele tatsächlich irgendwie erreichbar werden sein sollen, dann ist das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und ein umfassender Transformationsprozess. Und da gehört eben die Kunst und Kultur auch mit rein. Zum einen das Thema künstlerisch zu bearbeiten, darüber werden wir später ja auch noch sprechen, aber eben auch die Kunst selber sich anzuschauen, die Produktionsbedingungen von Kunst, den Fußabdruck der Kunst. Und wir haben im Fonds Doppelpass das Thema beim letzten Arbeitstreffen im Fonds Doppelpass schon einmal andiskutiert. Was bedeutet internationales Arbeiten in Zeiten des Klimawandels? Was heißt Klimagerechtigkeit in der Kunst? Was ist Kunstfreiheit und Ökologie? Wie lässt sich das vereinbaren? Und damals war die Reaktion von immerhin 150 Theaterschaffenden aus Stadttheater und freier Szene, die sagten, wir wollen mehr Regeln, wir wollen stärkere, klarere Regularien. Und nur ein kleiner Teil der Anwesenden hat das so als übergriffigen Eingriff in die Kunst bewertet. Und eigentlich auf Grundlage dessen, wo wir gemerkt haben, der Wille ist da, aber es fehlt einfach auch Wissen, einfach Handlungswissen. Als Reaktion darauf haben wir letzten Sommer ein Pilotprojekt begonnen, wo es genau darum geht, wo stehen wir eigentlich, was sind die eigentlichen Zahlen, weil Daten gibt es für den Kultur- und Kunstbereich so gut wie kaum. Und vor dem Hintergrund haben wir begonnen, 19 Institutionen dabei zu unterstützen, eine Klimabilanz zu erstellen. Das sind Museen, Bibliotheken, Theater, Gedenkstätten, Konzerthäuser. Und darunter sind eben auch 8 Theater oder 8 Häuser aus der darstellenden Kunst. Da sind große Sprechtheaterbühnen dabei, Staatsschauspiel Dresden, die Schaubühne Berlin. Da sind freie Produktionshäuser dabei, Kampnagel, Mosonturm, Tanzhaus NRW und eben große Mehrspartenhäuser, Staatstheater Darmstadt, Saarländische Staatstheater und das Deutsche Nationaltheater Weimar. Und mit denen wollen wir eigentlich gemeinsam lernen. Wir wollen zeigen, dass es geht. Wir wollen zeigen, dass es erstmal Erkenntnisse gibt. Was für Erkenntnisse gibt es? Kann es so wehtun, solche Bilanzen zu erheben? Und für uns als KSB verbindet sich damit ein großes Ziel, jenseits überhaupt Instrumente an die Hand zu geben. Das ist die Frage zu klären, ob wir als KSB eben die Vergabe von Fördermitteln knüpfen an solche Klimabilanzierungen. Und mit dem Blick nach England scheint das eigentlich ganz erfolgsversprechend zu sein, wo das der Arts Council schon seit über 10 Jahren macht. Auf den Punkt kommen wir gleich nochmal, welche Konsequenzen so eine Bilanzierung dann hat. Nur mal ganz konkret, wie muss ich mir das vorstellen? Also die Häuser listen ihren Stromverbrauch auf, die listen ihre Heizkosten auf, die listen auf, mit wie vielen Gästen sie arbeiten und das wird dann in CO2-Äquivalente umgerechnet oder was genau passiert da? Ja, genau. Also erstmal haben wir eine Agentur sozusagen beauftragt, mit Expertise die Häuser zu beraten. Und das heißt, die Häuser sind zuständig für die Datenerhebung. Die bekommen Excel-Tabellen und eine Maske, in die sie Daten eintragen können. Und die Agentur ist eben tatkräftig dabei, zu beraten und für Fragen zur Verfügung zu stehen. Und bei uns jetzt in der Klimabilanz gibt es 6 Felder. Ein paar haben Sie schon genannt. Das sind die Basics: Strom, Wärme, Kälte, Wasser, Müll, Mobilität. Mobilität hier von Besucherinnen und Zuschauerinnen, aber auch Künstlerinnen, aber auch Gegenstände, die transportiert werden und Mitarbeitende. Und dann das 6. Feld ist Beschaffung. Beschaffung Verwaltung, Papier, Beschaffung Werkstätte, Holz, Beschaffung Gastronomie. Das sind die Felder und da arbeiten die Häuser sozusagen ihre Daten erstmal rein. Und dann kriegen sie das umgerechnet in CO2-Äquivalenten, richtig. Okay. Nicola Bramkamp, Sie haben mit Save the World eigentlich stark an der Schnittstelle dessen gearbeitet, was
Anders Pfeil im Vorfilm so die Aufklärung nannte. Das Festival wurde 2014 erstmals veranstaltet und versucht eben Kunst und Wissenschaft zueinander zu bringen. Haben Sie einen ähnlich skeptischen Blick auf die Reichweite der Aufklärer wie Anders Pfeil am Vorfilm und welche Entwicklung hat das Festival genommen über die Zeit? Nein, gar nicht. Ich bin da alles andere als pessimistisch. Ich bin sogar, ich habe eine totale Hybris. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass wir mit einem Projekt sehr erfolgreich waren. Vielleicht muss man ein bisschen erklären, wie das Projekt entstanden ist und auch Bezug nimmt auf das, was Sebastian Brünger gerade gesagt hat. Ging es bei uns 2014 erstmal darum, inhaltlich über das Thema zu sprechen. Das heißt, wir haben KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen, ExpertInnen zusammengebracht und haben kleine künstlerische Interventionen gemacht, Performances aller interdisziplinärer Sparten. Und da war noch gar nicht Practice What You Preach. Also der Produktionsprozess, dass wir selber ein klimaneutrales Festival sein wollten, den hatten wir noch gar nicht auf der Agenda, sondern es ging wirklich darum, die Millenniumsziele, wie es damals hieß, die sind jetzt die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, so breit es geht, zu kommunizieren. Und wir haben das von 2014 an bis heute, machen wir das. Eben sehr erfolgreich, weil wir festgestellt haben, dass diese drögen Zahlen, diese unfreudigen Botschaften, diese apokalyptischen Reiter, die die Wissenschaft da so auf den Weg schickt, dass die KünstlerInnen natürlich die sinnlichen Mittel mitbringen, das lustig oder emotional oder provokant zu verbildlichen, zu verkörpern. Und das war sehr erfolgreich, so erfolgreich, dass wir uns fast auf die Fahne schreiben können, dass wir Fridays for Future gegründet haben. Das stimmt natürlich überhaupt nicht, aber wir haben das Kulturprogramm für die Weltklimakonferenzen gemacht, unter anderem 2017 in Bonn und haben da einen Kinder- und Jugendchor und ganz viele Schulen aus Bonn zu einer Klimademo zusammengebracht. Die Bernadette Hengst hat einen Song geschrieben und die sind so demonstrieren gegangen. Das waren Bilder, die kannte man bis dato gar nicht. Und als wir ein Jahr später in Katowice das Kulturprogramm für die Weltklimakonferenzen gemacht haben, da waren wir live dabei, wie Greta Thunberg gesprochen hat, was natürlich unglaublich bewegend war. Und dann zu sehen, dass sozusagen, was man ein Jahr vorher theatral inszeniert hat, was unser Regisseur Achim Lippert sich ausgedacht hat, dass das jetzt zu einer großen Bewegung führt, zeigt ja schon, dass wir schaffen können, als KünstlerInnen, als vor allen Dingen Theaterschaffende, ikonografische Bilder, Inszenierungen zu kreieren, die zumindest erstmal die Fakten in die Welt tragen und die Gefühle, die Emotionen dazu liefern. Also ich bin alles andere als pessimistisch. Das wäre auch schlimm. Wir haben ja nur noch 14 Jahre. Wenn wir jetzt auch noch so 3 Jahre mit pessimistischen Prognosen verbringen, dann kommen wir auch nicht aus dem Quark. Die letzte Ausgabe 2020 setzt den Akzent auf den Punkt Digitalisierung. Beitrag auch von Digitalisierung für Sharing Economy, für bessere Verteilung von Gütern. Nun war 2020 das Corona-Jahr und wahrscheinlich auch das erste Jahr seit langem, in dem wir alle mit großen Einschränkungen gelebt haben, auch mit Einschränkungen von Mobilität, von Verkehrsaufkommen, ein vergleichsweise klimafreundliches Jahr. Notgedrungen. Hat sich das auf die Diskussionslage Ihrer Konferenz ausgewirkt? Merkte man, dass Leute plötzlich lernen, auch mit Einschränkungen zu leben? Absolut. Also wir haben ein Jahr vorher schon das Thema Smart Cities gehabt. Also wie können sozusagen Innovation, Digitalisierung, wie kann das unsere Städte klimaneutraler gestalten? Haben da auch immer Künstler, zum Beispiel Jean Peters vom Peng Kollektiv eingeladen gehabt oder jetzt Angela Richter, die zum Thema Transparenz gesprochen hat im Netz. Und also diese Themen sind total da, die sind ja auch im Kunst- und Kulturbetrieb da. Das ist ein Riesenthema bei nach Kritik Theater im Netz unbedingt auch. Und klar hat Corona, ist ein super positiver Treiber. Und ich kann Ihnen gar nicht sagen, auch als Mutter von 2 Kindern, wie toll das ist, dass ich nicht überall hinfahren muss. Dass wir plötzlich in der Lage sind, Videokonferenzen zu machen. Das hat ja jemand, das haben wir ja vor Jahren nicht gemacht. Da haben wir noch mit Skype rumgedödelt. Und also von daher bin ich da total optimistisch, dass Digitalisierung tatsächlich einer der Lösungen ist. Sicher nicht alle. Degrowth und Verzicht werden auch dazugehören, aber es ist auf jeden Fall ein Weg in die richtige Richtung. In dieser ersten Runde eben zu gucken, wo wir alle stehen und von wo aus wir uns dann auf dem Netz zubewegen in dieser Diskussion. Jette Steckel, Sie sind Hausregisseurin am Thalia Theater Hamburg. Inwieweit sind Sie als Hausregisseurin in so Verteilungsfragen und Ressourcenfragen
der Schauspielsparte eingebunden. Tauscht man sich da mit den Kolleginnen aus? Ist man da bei der Erstellung der Budgets schon dabei? Oder was muss ich mir da so vorstellen, wie Hausregisseuren in der Sparte des Hauses agieren? Das ist immer eine Frage des Einflusses, den man auch nimmt selber. Also bei mir ist es bisher nicht so gewesen, dass ich großartig mich mit diesem Thema eingebracht habe, sondern dass wir eigentlich mehr auf Produktionsebene bestimmte Fragen angefangen haben zu stellen. Allerdings insgesamt würde ich sagen, dass so an den großen Häusern, wo ich da unterwegs bin, man sozusagen der Gap zwischen der eigentlichen Überzeugung und den Strukturen, in denen wir arbeiten, ja auch was die Leitungsgefüge angeht und so, immer noch relativ weit auseinander liegen. Und so ist das auch in Bezug auf die Klimafragen. Es gibt Klimagruppen, die sich versuchen mit der Frage, wie kann man das Haus zum Beispiel auf so ein Ziel zuführen, wie das National Theatre in London macht. Die haben ja sich vorgenommen, 2030 klimaneutral zu sein und sind mit einer Organisation, die ja, glaube ich, Julie's Bicycle heißt, unterwegs, da Dinge zu tun, von denen die Menschen, die in unserem Klimagrüppchen sitzen und alle eigentlich andere Jobs haben, erstmal keine Ahnung haben. Das heißt, die Anstrengung, oder man müsste eigentlich erstmal anfangen, Stellen zu schaffen, die sich im Wesentlichen damit beschäftigen können an diesen Häusern, die eigentlich ihren Fokus bisher nicht wirklich da haben. Und zum Beispiel konkret in Arbeiten ist es so, dass man in einem ganz kleinen Rahmen, der vielleicht eher künstlerischen Ausdruck von Gedanken oder Bemühungen dieser Art irgendwie schafft, dann aber am Ende erfährt, wie zum Beispiel bei einem Bühnenbild, was sich zu 100% aus Altkleidern beschaffen ist, dass es am Ende trotzdem halt irgendwie in der Tonne landet und auf dem Recyclinghof gefahren wird. Also da sind wir noch. Im absoluten Widerspruch, glaube ich, zu dem, wo man eigentlich gerne sein würde. Den man darauf hin kann, der ist, glaube ich, eigentlich aber groß, weil der Wille da ist, nur die Kompetenzen und die Kapazitäten sind bis zu einem gewissen Grad gering. Okay, vielen Dank. Also es ist eher auf der persönlichen Ebene des Produktionsalltags, wie Sie sagen, aktuell noch verankert. Wer ruft denn dann rein und sagt, Moment, das Bühnenbild benutzt zu viel Plastik? Gibt es das? Also gibt es schon so Positionen im Haus, die das Gespräch anstoßen auf so eine informelle Ebene? Nee. Also ich habe das noch nicht erlebt. Wir untereinander haben natürlich so Diskussionen, aber auch nur peripher, also zum Beispiel im Zusammenhang mit einer Arbeit wie der Volksfeind am Burgtheater Wien, wo es ganz konkret um den Krieg gegen das Wissen eigentlich geht, ist man dann mit der Frage beschäftigt, wie man jetzt selber sich zu sich selbst positioniert, dass man alle 2 Wochen im Flugzeug sitzt und das Programm von Audi gesponsert ist und solchen Fragen. Aber es gibt ja natürlich Produktionszusammenhänge, die da versuchen, sehr viel konsequenter schon zu sein. Und ich glaube, ich weiß nicht, was das für Menschen waren, von denen Sebastian Brünger gerade gesprochen hat, dass die Bereitschaft für mein Gefühl komplett da wäre. Also künstlerisch sehe ich oder ahne ich eigentlich keine Widerstände. Es mangelt wirklich am Know-how. Mhm. Wir haben tatsächlich gleich die erste Publikumsfrage, die wir einbinden können. Es ist eben schon der Begriff Julie's Bicycle gefallen. Eine gemeinnützige Organisation aus England, die dort die Klimaprozesse an den Theatern stark mit managt oder berät. Die sind jetzt auch im Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit. Sebastian Brünger, mögen Sie vielleicht unserem Publikum kurz sagen, was Julie Bicycle so da angestoßen hat in England, wofür die stehen? Also, weil man hört den Namen jetzt häufiger, und dass wir uns da kurz mal auf den Stand bringen.
Ja, also Julie's Bicycle ist, glaube ich, für viele inzwischen das Referenzmodell geworden oder ist es einfach auch, was dieses Thema im Kunst- und Kulturbereich so vorangetrieben hat. Julie's Bicycle ist eigentlich eine NGO, kann man sagen, eine Agentur, die in England von Alison Tickell gegründet wurde, die eine Mischung betreibt aus Handlungswissen zu verbreitern, aber auch Activism, die auch Konferenzen machen und Akteure zusammenbringen und die eben seit 10 Jahren mit dem Arts Council England zusammenarbeiten. Der Arts Council England ist der große Förderer zentral aus London heraus, der 800 Institutionen in England institutionell fördert. Und wer Förderung vom Arts Council bekommt, bekommt sozusagen die Auflage, mit Julie's Bicycle zusammenzuarbeiten und Klimabilanzierung zu betreiben, Daten zu liefern an Julie's Bicycle und sich Ziele zu setzen. Und das tun sie seit 10 Jahren. Und das hat dazu geführt, dass im Großen dieses Portfolio von 800 Institutionen ihren CO2-Footprint über jetzt die 10 Jahre um 25% reduziert hat. Und nicht, weil der Arts Council gesagt hat, ihr müsst jetzt das, das und das machen, sondern weil sie sich selber Ziele gesetzt haben und selber Daten liefern müssen. Es gibt dieses geflügelte Wort, what you measure, you will manage. Das heißt, erstmal, wenn die Daten da sind, dann fangen irgendwie auch alle an, mit diesen Daten zu arbeiten und sich kontinuierlich zu verbessern. Und das ist die Idee. Also das heißt, von England lernen an diesem Punkt. Die Frage aus dem Publikum in unserem Chat ist, gibt es ein europäisches Äquivalent zu der Initiative der Kulturstiftung des Bundes, wie Sebastian Brünger sie vorgestellt hat? So eine Art Pilotprojekt auf europäischer Ebene? Ja, so verstehe ich die Frage. Oder alternativ wäre auch die Frage, gibt es in Schweiz und Österreich vergleichbare Projekte, die da jetzt angestoßen werden? Also auf förderpolitischer Ebene wüsste ich das nicht. Aber auf eine Art ist das natürlich genau die richtige Frage, weil es ja darum geht, dass wir nicht alle selber das Rad neu erfinden. Deswegen gucken wir eben auch stark nach England. Das heißt einfach voneinander lernen und gute Beispiele kennenlernen. Und vielleicht gibt es in anderen Ländern auch schon gute Initiativen und wir wissen einfach noch nicht davon. Und insofern auch hier wieder das wichtige Schlagwort der Vernetzung. Weil die Ideen, es gibt schon einfach viele gute Lösungen. Ja, Nicola Bramkamp hat jetzt schon sehr genickt, auch bei Julie's Bicycle. Sie waren ja verantwortlich für eine Sparte am Theater Bonn. Inwieweit haben dort betriebsökologische Fragen schon reingespielt in Ihre Tätigkeit? Also das ist bei uns genauso gewesen, wie Jette Steckel das beschrieben hat. Also es gibt jetzt erstmal kein Bewusstsein. Wir hatten ganz andere Themen. Wir haben darum gekämpft, dass Spielstätten nicht geschlossen wurden, beziehungsweise wir mussten hinnehmen, dass sie dann geschlossen wurden. Wir haben mit kleineren künstlerischen Etats zu tun gehabt. Wir haben damit zu kämpfen gehabt, dass wir bei Nachtkritik und Theater heute vorkommen. Wir wollten besser sein als die Kölner, die mit uns gleichzeitig gestartet sind. Also all diese Egoismen, die man halt so als Theater Leitung als neues Ensemble irgendwie hat, die standen bei uns im Vordergrund und eben auch ein existenzieller Kampf. Und da ging es erstmal um eine inhaltliche Auseinandersetzung. Und ich glaube, wenn ich nicht so viele Gespräche geführt hätte mit den ExpertInnen, die in der Nachhaltigkeitsstadt Bonn ja auch sozusagen, mit denen wir Tür an Tür gewohnt und gearbeitet haben, wäre ich selber auch nicht im Ansatz so weit gekommen. Und wir haben eben, ich habe das ja eben schon gebeichtet, in den ersten Ausgaben auch überhaupt nicht darauf geachtet, dass wir da nachhaltig produzieren. Und außer, dass wir ein Food Market gemacht haben mit nachhaltigem Essen und wir haben auch Kinderprogramme gemacht, wo sozusagen Recycling-Workshops angeboten wurden. Also schon sozusagen den Lifestyle, die Denke ist, war mit dabei, aber im Theater, im Alltäglichen hatte das keine Relevanz. Und das hat, glaube ich, ganz viel tatsächlich damit zu tun, dass es den Theatern ähnlich geht wie uns damals in Bonn. Die Budgets sind knapp, der Produktionsmaschine, die läuft, die muss bedient werden. Man hat kaum Zeit, irgendwie nachzudenken und zu reflektieren. Und die Frage stellt sich ja auch, wer im Theaterbetrieb, wenn man jetzt die städtischen Theater anguckt, wer hat da die Verantwortung? Und da gehe ich bei Jette Steckel absolut mit. Da braucht es Menschen, die benannt werden, die das sozusagen zu ihrer Aufgabe machen, weil der technische Direktor, wo sozusagen die wichtigen CO2-relevanten Zahlen zusammenlaufen, also sowas wie Heizung oder Beleuchtung, Energie, Abfallmanagement, der ist ja auch
eigentlich dafür bestellt, die künstlerischen Abläufe zu verfolgen. Und ich finde das immer ganz interessant, dass man auf der einen Seite eben sich große Ziele setzt und auf der anderen Seite sich dann hinten sozusagen mit dem Hintern das wieder umreißt, weil man künstlerisch dann eben einfach auch andere Ansprüche hat und auch was anderes möchte. Und da gibt es natürlich auch einen großen Wunsch sozusagen, das auch zu ermöglichen. Und da ist das im Moment noch kein Thema, wird es aber immer mehr. Und ich glaube, da kann man jetzt einfach auch erstmal positiv sein. Es gibt diese Beispiele. Es gibt eben nicht nur Julie's Bicycle in England. Es gibt zum Beispiel auch Annette Baumast, die schon seit Jahren daran arbeitet, auch hier in Deutschland ganz viele Player, die sozusagen auf der infrastrukturellen Ebene diese Dinge vorantreiben, und da lohnt es sich, in den Dialog zu gehen. Daran anschließend vielleicht gleich die Frage, weil Sie selbst ja auch die Nachhaltigkeitsthemen sehr vernetzt und sehr breit denken. Aus dem Publikum kommt die Frage, in den 17 Nachhaltigkeitszielen sind unter anderem auch Geschlechtergerechtigkeit, menschenwürdige Arbeitsbedingungen, Wirtschaftswachstum, weniger Armut aufgeführt. Auch diese Punkte gehören in die Nachhaltigkeitsdiskussion von Theatern. Und nun die Frage, wie ist ein ressourcensparendes Theater umsetzbar mit immer geringeren Mitteln und Personal und immer mehr Premieren? Das stößt uns gleich wieder ein bisschen auf den Boden der harten Tatsachen, die wir ja nun auch durch Corona auf uns zurasen sehen. Die Mittel werden knapper. Ist es realistisch, trotzdem nachhaltige Ziele zu formulieren? Absolut. Also Klimaziele jetzt in diesem Fall zu formulieren? Absolut. Und ich nicke da massiv, weil ich glaube, das ist so ein bisschen die falsche Denke. Vielleicht bin ich eine zu große Optimistin. Aber einer der Erfinder von ÖkoProfit in Hamburg ist der technische Direktor auf Kampnagel gewesen. Der hat, um Gelder einzusparen, Bewegungsmelder eingeführt. Das heißt, wenn wir konsequent CO2 einsparen, dann sparen wir auch Kosten. Es ist ja nicht so, dass das alles wirtschaftlich ist, was wir da treiben an den Theatern. Das heißt, den Aspekt lasse ich nicht gelten. Das kostet jetzt, wir müssen jetzt in die Erhebung von Daten und Fakten und Forschung und auch Schulung, Fortbildung investieren. Das ist ein Investitionspunkt, aber wir werden Einsparungen machen können. Die sind ja auch wichtig, um uns nachhaltig auch nach Corona gut und solide aufzustellen als Theater. Und das, finde ich, ist ein Argument, was nicht zählt. Ja. Vielleicht auch nochmal kurz, das würde ich auch sagen, auch weil du da mir gerade so zugestimmt hast in Bezug auf die Kapazitäten, die Überproduktion, man ist mit anderen Dingen beschäftigt, letzten Endes sozusagen die Veränderung oder die Möglichkeit von Veränderung dieser Dinge ist ja, hat sozusagen theatrale Kraftpotenzial. Also selbst wenn wir ein Projekt daraus machen, was erstmal mit unserem absoluten Unwissen gegenüber den Veränderungsmöglichkeiten unseres Betriebes oder unserer Form umgeht und, sage ich mal, mit Kerzen ins Theater laufen oder eben wie Katie Mitchell irgendwie auf Fahrrädern unsere Glühbirnen zum Leuchten bringen, das hat ja eine künstlerische Ausdruckskraft. Und ich halte es schon stark auch für eine Konsequenzfrage der Theater und auch eine Rahmung, die man sich gibt, unter welchen Umständen man arbeitet. Im Grunde glaube ich, wenn man sich rein äußerlich, aber theoretisch auch künstlerisch Ziele setzt oder fast wie Dogmen gibt, ist Kunst ist immer möglich. Oder jedenfalls Theater ist möglich in dem Moment, wo ich vor dir stehe. Deswegen finde ich, das gilt letzten Endes eigentlich nicht. Es ist immer nur die Frage des Mutes, nach wie krass konsequent ziehen wir eigentlich unseren Überzeugungen, aus unseren Überzeugungen Schlüsse und was für Überzeugungen sind das? Und dann geht's los. Das sehen wir schmerzlich ja gerade bei Corona, wie gut es geht, wenn die Probleme sozusagen nah genug vor der Haustür sind, wie schnell wir Dinge verändern können. Die Kurve, die Klimakurve ist so, die Corona-Kurve ist irgendwie so, macht aber halt trotzdem, dass Delfine in Venedig schwimmen, und zwar innerhalb von 3 Wochen. Mhm. So schnell ist Veränderung ja möglich, und das ist auf der Bühne natürlich auch so. Ich würde da
Ich will ganz kurz nur dazwischen fragen, weil das trifft gerade so gut. Es gibt ja, wenn man von draußen, nicht aus dem Betrieb, dann weiß man ja vieles nicht. Und es gibt so Vorurteile, dass eigentlich je weiter man, sagen wir mal, in Richtung Stadttheater und dann nachher auch Opernwelt kommt, umso prasserischer wird es. Da werden dann irgendwie Bühnenbilder geschreddert. Frau Steckel, können Sie diese, sagen wir mal, Urban Legends bekräftigen oder entkräftigen? Es ist natürlich beides wahr. Also es gibt unendlich viele, ja, wie sagt man, tolle Bestrebungen, genau diese Dinge nicht passieren zu lassen. Das ist alles nicht mehr in dem Sinne aktuell, aber an dem einen oder anderen Ort passiert es, dass das ganze Bühnenbild durch ein neues ersetzt wird und sich somit 20.000 bis 60.000 Euro in den Container bewegen. Das ist schon passiert. Oder sowas wie, wir haben irgendwie die geschredderten, eigentlich recycelten Autoreifen als Granulat auf der Bühne und nach 10 Minuten haben irgendwie alle ein Problem mit der Stimme und es stellt sich beim genaueren Lesen des Kleingedruckten raus, dass wir es mit dem totalen Giftzeug zu tun haben. Und mit Masken und Filteranlagen muss das ganze Haus wieder von diesem Granulat befreit werden. Und damit sind aber auch wieder 10.000 Euro in der Tonne. Das passiert. Dann hat man auch noch Vorgaben durch die Häuser. Alles muss B1 sein, das heißt schwer entflammbar. Dadurch hat man oft ziemlich komplizierte Materialauflagen. Das bezieht sich halt jetzt wirklich auf die Stadttheater, auf die großen Bühnen, die unter bestimmten Voraussetzungen nur bespielbar sind und nicht sozusagen auf die Kunstform an sich. Aber in den großen Häusern sind schwere, wunderbare, aber auch noch oft steinzeitliche Apparate. Aber würden Sie sagen, dass solche Prozesse von Trial and Error, wenn man es jetzt mal positiv fasst, also man hat einen Entwurf eines Bühnenbildes und merkt, er ist nicht praktikabel, dass das zum künstlerischen Prozess dazugehört? Oder denken Sie, das ist schon ein bisschen auch ein Anachronismus? Das ist ein Anachronismus und ich glaube, also ich finde, sowas kann man sich nicht leisten. Aber das ist natürlich die Einschätzung, das ist, muss jeder Künstler für sich irgendwie einschätzen. Ich fände dann, glaube ich, am besten Irrtum drauf zu schreiben, aber nicht es irgendwie durch die nächsten 20.000 Euro zu ersetzen. Also das ist ja das. Wenn ich mir eine Rahmung gebe, dass ich in einem bestimmten, in dem Fall klimaneutralen oder CO2, dass mein Bühnenbild eine CO2-Senke sein soll, dann kann ich das ja machen. Das ist nur die Frage von Konsequenz. Nicola Brandkamp, Sie wollten da eben schon drauf reagieren aus Ihrer Erfahrung. Ja, absolut. Und ich glaube, also die Erfahrung habe ich gemacht. Ich zitiere da sehr gerne Dirk Messner, der ist aktuell der Leiter des Umweltbundesamtes. Der hat gesagt, Klimaschutz ist eine der kreativsten Aufgaben, vor der die Menschheit je stand, weil wir unsere Städte neu denken können, weil sie unser Zusammenleben neu denken können, unsere Abläufe. Und das heißt ja nicht, dass wir sie schlechter machen müssen, wir können sie ja besser machen. Und er hat das ganz schön beschrieben, weil er sagt, das erzählt ja eben ganz viel vor Politikern. Da ist das natürlich irgendwann auch bekannt. Und dann hat er es mal von einem Architektenkongress erzählt und plötzlich machte es bam, 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 bam. Und alle dachten, ja, die Städte neu denken, das klingt doch mal nach einer coolen, tollen, kreativen Aufgabe. Wo gibt es die Fördertöpfe, wo ich mir was abcashen kann? Also ich glaube, da sind wir gerade im Theater. Wir haben ja auch permanent mit Mangel zu tun, selbst wenn wir aus dem Vollen schöpfen. Und natürlich kann ich ein Bühnenbild für 1 Million Euro bauen. Und ich kann aber auch ein für 20 Euro mir ausdenken. Das zeichnet uns doch alle aus. Und ich glaube, da bin ich sehr froh, dass Sebastian Brünger gerade gesagt hat, dass das ein Großteil beim Symposium dafür ist. Das wäre meine Erfahrung auch. Also da gibt es einfach auch ein Mindchange. Diese Regiegötter, die da nicht bereit sind, irgendwas an ihrem künstlerischen Ausdruck zu verändern, die haben auf anderen Ebenen, wenn es um das SDG 5 Geschlechtergerechtigkeit, jagen wir die ja auch gerade schon ganz schön. Also ich glaube, da ist gerade sowieso ordentlich Bewegung in unserer Gesellschaft und natürlich auch in der Kunst. Sebastian Brünger, der Kulturjournalist Till Brieglepp hat unlängst für die Kulturstiftung des Bundes einen Text geschrieben, ein Essay geschrieben, in dem er gegen die, wie er es nennt, Konsequenzlähmung anschreibt, also dagegen, dass wir irgendwie kognitiv alle wissen, dass es nötig wäre, in Richtung Klimaneutralität zu streben, aber doch irgendwie so recht nicht an unserer Praxis was ändern wollen. Unser Lebensstil ist eingefahren.
habe eine ganze Reihe sehr praktischer Vorschläge gemacht, Schadensampel, ökologische Budgets für Flüge. Es gab einen Aufschrei, insbesondere in der international arbeitenden freien Szene, die sagte, ja Moment, das kann doch nur auch nicht der Weg sein, dass wir gerade auch irgendwie Transportkosten so weit senken, dass der internationale Austausch gefährdet ist. Wie stark spüren Sie bei der Kulturstiftung des Bundes Widerstände gegen das, was Sie ja jetzt umrissen haben, dass nämlich die Analyse der Klimabilanzen auch dazu führen wird, dass man Rahmenbedingungen für Projekte setzt? Ja, ich glaube, hier ist es gut, Differenzierungen einzuführen. Wir reden ja jetzt bislang vor allen Dingen über Institutionen, über große Häuser, ob jetzt über Stadttheater, Staatstheater oder große freie Produktionshäuser. Da reden wir über das Stichwort Betriebsökologie. Da spüre ich gar nicht so große Widerstände. Da habe ich jetzt eher im Rahmen des Pilotprojekts auch eine große Bereitschaft und eine große Offenheit erfahren, auch trotz Corona an diesem Thema dran zu bleiben. Und in den besten Fällen gibt es hier kommt hier gut was zusammen, weil eine Leitung sagt, wir wollen das Thema befördern. Es gibt in der Belegschaft Akteurinnen, die das Thema vorantreiben wollen, sozusagen von unten und von oben. Und im besten Fall gibt es sogar eine Kulturpolitik von außen, die sagt, ja, wir wollen nicht nur Zuschauerzahlen, sondern wir denken über Nachhaltigkeitszahlen nach und wollen das sogar in Intendantenverträge reinschreiben. Das ist perfekt. Und das ist so der eine Bereich, ich sag mal so des stationären Theaters. Wir reden aber natürlich auch gleichzeitig über Touring, über den Gastspielbetrieb, über den internationalen Austausch. Und da sind wir nicht zuletzt auch als KSB vor einem Art Dilemma, weil wir natürlich weiterhin auch den internationalen Austausch befördern wollen, grenzüberschreitende Kunst ermöglichen wollen. Und da hat Monika Gintersdorfer ja zu Recht auch bei Nachkritik gesagt, also so einfach, Till Bricklip hat es sich, glaube ich, nicht so einfach gemacht, aber Monika Gintersdorfer hat ja sehr klar gemacht, das ist auch eine Frage von Klimagerechtigkeit, wenn Künstlerinnen des globalen Nordens jetzt sagen, ab jetzt nicht mehr fliegen, das ist ja schön und gut, wenn sie die letzten 40 Jahre viel geflogen sind. Was ist mit Künstlerinnen des globalen Südens, die darauf angewiesen sind, für ihre Arbeit überhaupt reisen zu können? Das ist auch nicht einfach so zu lösen. Aber Till Bricklip hat ja durchaus da auch ein paar Vorschläge gemacht. Das ist ja auch schon im Diskurs, längere Präsenzzeiten von Künstlerinnen an Orten, bessere Absprachen zwischen Veranstalterinnen. Aber so, das heißt, wir sind da einfach in einem komplexen Gemengelage und es ist ja auch, ich glaube, man muss gucken, über was redet wir jetzt? Reden wir über stationäre Betriebe, Theater, Institutionen? Reden wir stärker über den internationalen Gastspielbetrieb? Lassen sich denn da schon Aussagen fällen, so auf Basis der Erfahrung von England? Wir wissen ja, England hat ein ungleich stärker aufs Touren angelegtes System, also weniger produzierende Spielstätten, mehr Abspielstätten in den regionalen Häusern. Weiß man da schon, wie es sich bei, sagen wir mal, so einem relativ regionalen Touren verhält? Also wir kennen es ja bei uns auf der Ebene der Landestheater. Ja, da wird eine Produktion erstellt und dann an 10 Spielstätten abgespielt. Wie weit fallen da die beiden Bereiche ins Gewicht? Also das Stationäre, der tatsächliche Produktionsapparat auf der einen Seite und dann die Frage, an wie viele Leute bringe ich eine Produktion ran? Also vielleicht ist das auch eine Frage in die Runde. Ich kann dazu, mir ist da nichts bekannt, dass es da irgendwie eine vergleichende Studien gäbe oder belegbare oder belastbare Zahlen. Und ich gleichzeitig finde ich so eine Frage auch gleich schon ein bisschen schwierig, weil es soll ja auch nicht darum gehen, das eine gegen das andere auszuspielen und zu sagen, wir wollen jetzt nur noch diese Form von strukturellem Theater fördern und vielleicht sogar auch noch diese Form von Ästhetik. Wir wollen weiterhin diese Vielfaltigkeit der deutschen Theaterlandschaft erhalten. Aber dafür, da sind wir wieder bei den Zahlen, dafür müssen wir eben wissen, wo wir stehen. Und für die einen sind vielleicht diese Lösungsansätze entsprechender und für die anderen andere. Mhm. Nicola, ich würde da gerne nochmal drauf eingehen, weil auch da, auch in der freien Szene, auch im Tourbereich gibt es ja Luft nach oben. Es ist ja da kein in Stein gemeißeltes, perfektes System. Und Adrian Göhler schon seit Jahren dabei, für den Fonds Ästhetik und Nachhaltigkeit zu werben, den ich für eine total kluge Erfindung halte, weil es eben auch darum geht, die Projektitis ein bisschen einzuschränken und auch diese Nachhaltigkeit in künstlerischen Produktionsprozessen zu fördern. Und das
ist ja in Deutschland so, wenn man sich die großen Tourprozesse anguckt, dass jeder will sozusagen die erste Nacht haben, man will das Premierentheater sein, man lässt internationale Künstler hin und her fliegen, anstatt sie irgendwie anstatt sozusagen das hausintern oder produktionsintern abzustimmen, dass man einfach auch da was entlasten kann. Es geht ja auch nicht darum, immer von 100 auf 0 runterzuschrumpfen, sondern vielleicht auch einen Mittelweg zu gehen und auch da mal ein bisschen zu gucken, wo sind effektive Möglichkeiten, Residenzen, absolut Wohnungen anzumieten, wo Künstler auch mal länger sein können. Wir haben bei Save the World mit den Yes Men zusammengearbeitet. Die mussten auch aus New York kommen. Das war auch ein Dilemma, in dem wir uns befunden haben. Aber wir haben dann mit denen eine kleine Tour gemacht und haben geguckt, dass es so viele Möglichkeiten, Auftrittsmöglichkeiten gibt für die, dass die eben nicht nur in Bonn auftreten. Und ich glaube, da ist noch ganz viel Luft nach oben und ich würde das immer auch verknüpfen, und darüber haben wir noch nicht gesprochen, mit der Kulturpolitik. Also so wie Sebastian Brünger sagt, man muss die Förderlinien daran anschließen. Bei der Bundeskulturstiftung ist es eben erstmal die freie Förderung hauptsächlich, aber natürlich müssen auch die Kommunen, die ihre Theater finanzieren, darüber nachdenken, dass sie Nachhaltigkeit mit einfügen. Und ähnlich wie bei meinem Engagement zum Thema Geschlechtergerechtigkeit geht es zum einen um Zahlen, Daten, Fakten, und zum anderen geht es aber auch um Transparenz. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Da ist Schweden, glaube ich, noch ein gutes Best Practice. In Schweden ist es so, dass man eben seine Bilanzen offenlegen muss, sowohl wenn es um Thema Geschlechtergerechtigkeit, Arbeitsbedingungen, ökonomische, ökologische Dinge geht. Und wenn alle gucken können, was man verdient, wenn alle gucken können, wie die Bilanzen sind, dann gibt es natürlich auch einen Druck. Man kann man natürlich auch ganz gut steuern. Und das finde ich noch einen wichtigen Punkt auch, dass man einfach gucken muss, Publikum, Theaterschaffende und auch Förderer, Kulturpolitik, Institutionen müssen da gemeinsam gehen. Und da braucht es Regeln, also wie bei der Kindererziehung. Das, glaube ich, geht alles, freiwillig geht das, aber nicht so schnell. Wir haben 14 Jahre Zeit. Hier schließt vielleicht eine Frage an, weil es ein ganz praktisches Beispiel gibt, wahrscheinlich auf Jette Steckels Erzählung von den Bühnenbildern, ja, wo man die Autoreifen verarbeitet hat. Hier heißt es, wie wäre es nur noch mit Stoffen und Materialien alter Bühnenbilder, also Bühnenbricolage oder mit Müll, Upcycling zu arbeiten. Das wären ja dann schon auch, wenn man sowas einbezieht, auch Eingriffe in die Art des künstlerischen Ausdrucks, dessen, was man in der Inszenierung hat. Glauben Sie, das ist ein Weg, Frau Steckel, oder denken Sie, da muss man schon auch abwägen zwischen der künstlerischen Freiheit und den Rahmenbedingungen der Produktion? Naja, das ist eben immer alles eine Frage der Prämissen, unter denen man arbeitet. Also es gibt zum Beispiel in ich glaube, deutschlandübergreifenden Kulissenfundus, wo man seine Bühnenbilder hingeben kann, beziehungsweise Materialien und Bühnenbilder oder Bühnenbildteile abfragen kann. Meistens ist aber der Fall, also zum Beispiel in Hamburg am Thalia Theater wird das ganz selten genutzt, weil Dinge nicht in den richtigen Maßen, nicht in der richtigen Masse, nicht in der richtigen Farbe, eigentlich vor allem eben nicht so schnell richtig vorhanden sind und deswegen im Produktionsprozess und in den engen Werkstattslots, die wiederum auch zusammenhängen mit dem, was hier Überproduktion genannt wurde, da kann man ja auch drüber diskutieren, das hängt ja auch wieder, hat auch seine Gründe, warum es so ist, und man kann sich natürlich da irgendwie dagegen entscheiden und sich zum Beispiel zum Ziel setzen, dass man aus recycelten Materialien trotzdem theoretisch zu dem ästhetischen Ausdruck kommt, den man möchte. Auf der anderen Seite ist das natürlich ein total großes Feld, weil auch ein Haufen Müll ist ein Bühnenbild und gab es auch schon. Also das geht natürlich und sollte eigentlich von außen, also das heißt mindestens innerhalb des Betriebes, und ich finde auch sowas gut wie Richtlinien zum Beispiel von der Kulturstiftung des Bundes zu bekommen und dem einfach folgen zu müssen, weil erstens, also sind in den Theatern ja auch viel, sind es eh zu oftmals auch nostalgische Menschen, die einen hohen Grad von Ambiguitätstoleranz auch gegenüber ihrer eigenen Gesundheit und allem Möglichen mitbringen. Und die Dinge finden nicht statt. Deswegen muss man sich das einfach zum Ziel setzen.
gehen tut es auf jeden Fall. Ästhetisch schränkt es einen auf jeden Fall ein. Und es hat aber dann, glaube ich, zu tun mit Zeit und Spucke, zu den Ergebnissen zu kommen, die man möchte, unter Umständen, die man vertreten kann. Mhm. Ich würde gerne auch noch etwas zum Thema Kunstfreiheit sagen. Das machen wir sofort. Ich will nur ganz kurz, weil es flankiert gerade Jette Steckel. Also jemand verweist auch auf die hanseatische Materialverwaltung in Hamburg hin. Das trifft genau diesen Punkt, wo Bühnenbilder auch ausgetauscht werden, abgefragt werden können, wolltest du nur als Stichwort noch geben. Entschuldigung, Herr Brünger, jetzt war ich Ihnen ins Wort gefallen. Nee, tatsächlich ist das auch ein super anderes Stichwort. Wir sind sozusagen von der Kulturstiftung auch dabei, eine Workshop-Reihe mit an den Start zu kriegen, die versucht, diese Orte von Materialvermittlung zu stärken. Wir versuchen das in Berlin, in Halle, Leipzig und Frankfurt in diesem Jahr hoffentlich trotz Corona realisieren zu können, um eben solche tollen Beispiele wie die hanseatische Materialverwaltung zu stärken und diese Idee weiterzutreiben. Aber hier sagen viele technische Direktoren, mit denen ich auch gesprochen habe, an anderen Theatern, dass es wiederum auch ein Problem der Gewährleistung wäre. Haftungsfragen, was passiert mit dem Podium, wenn das weitergegeben wird und die Schule XY nutzt das dann und Kinder fallen vom Podium. Also auch da wieder Vorbehalte. Auf der anderen Seite funktioniert es in Hamburg. Ich kenne mich da jetzt auch nicht in juristischen Feinheiten aus. Man kann es ja gewährleisten. Also das Podium, was unter Umständen irgendwas abgekriegt hat, kann ja neu überprüft werden und wiederverwendet. Das ist eben auch eine Zeit- und Aufwandsfrage immer. Und die Debatte ist natürlich komplex, weil sie immer auch mit einer Grundstrukturreform zusammengeht. Oft sind Dinge günstiger selber herzustellen in den Werkstätten der Theater, als sie recycelt aus einem anderen Ort hertransportieren zu lassen, weil die Menschen Arbeitsplätze haben. Und wenn wir die Bühnenbilder, die Werkstätten zusammenlegen, also am Theater aus Jena, wo ich angefangen habe, hatten wir keine eigene Werkstatt, haben in Berlin produziert. Das sind ja Kostenentscheidungen. Also oft sind Fusionen von Werkstätten, dagegen stemmen sich natürlich auch die Theater, weil das Abbau von Stellen bedeutet. Und das ist tatsächlich, wenn man da so ein tief bohrt, ein komplexer Bereich. Ich glaube nur, dass wir am Ende des Tages um diese Fragen nicht drumherum kommen. Und es scheint im Moment, und ich verstehe auch jeden Theatermacher, jeden Theaterleiter oder technischen Direktor, wenn man das Gefühl hat, seit 2013 peitscht sozusagen ein Thema das nächste. Wir müssen die Arbeitsbedingungen der KünstlerInnen verbessern. Das Ensemble-Netzwerk gründet sich. Wir müssen familienfreundlich werden. Wir müssen geschlechtergerecht werden. Wir dürfen #MeToo nicht mehr HospitantInnen vernaschen. Und dann kommt jetzt auch noch die Klimadebatte um die Ecke. Also irgendwann ist auch mal gut, weil jetzt geht es ja auch Corona-mäßig um die Wurst. Also es werden ja auch Theater existenziell jetzt in Krisen geraten. Ich verstehe das total. Ich habe diese Diskussion am Theater oft geführt. Trotzdem glaube ich, dass wir nicht überlebensfähig sind, wenn wir uns diesen Fragen nicht stellen. Und deshalb ist es gar nicht mehr eine Frage nach, wollen wir das denn? Es ist gesellschaftlicher Konsens bei all diesen Themen, bei Geschlechtergerechtigkeit, bei Arbeitsbedingungen, bei Klima. Das muss unsere Gesellschaft leisten bis 2035. Jeder Teil der Gesellschaft. Das betrifft ja auch Chemieunternehmen, das betrifft Schulen, das betrifft Behörden. Das heißt, wir können nicht den Kopf in den Sand stecken. Und wenn wir eins können, und ich finde, das ist dann nochmal ein Punkt, vielleicht auch, über den wir noch sprechen können, wir können, selbst wenn wir nicht perfekt sind in unserer Ökobilanz, künstlerisch doch unseren Beitrag leisten. Wir können doch als Kulturschaffende an einem Transformationsprozess sinnstiftend dabei sein. Wir können Narrative schaffen, wir können gute Laune verbreiten. Also das können wir auf jeden Fall und das tut keinem von uns weh. Und ich finde da nochmal ein Plädoyer auch für die KünstlerInnen, sich mit diesen Themen auch auf einer ästhetischen Ebene zu beschäftigen. Das andere ist ein dickes Brett, das macht auch nicht jedem Spaß, das hat was mit Excel-Tabellen und so zu tun. Aber vielleicht, wenn die KünstlerInnen heute zugucken, da würde ich ein großes Plädoyer machen. Dieses Thema ist komplex, auch das ist nicht einfach auf die Bühne zu bringen, aber es lohnt sich, zumindest da mal darüber nachzudenken. Wir sind bei Practice What You Preach ja immer noch in dem Bereich Practice. Also bevor wir darüber nachdenken, was erzählt das Theater noch, wirklich kurz die Frage, wie will es das erzählen, unter welchen Bedingungen erzählt es. Frau Braunkamp, die Frage möchte ich doch noch reinschicken, weil Sie planen oder konzipieren aktuell an einem Festival für Kampnagel, das nachhaltig aufgestellt sein will. Welche Bereiche, wenn Sie da ein paar benennen können, sind davon zunächst betroffen? Also was sind die ersten größeren Stellschrauben, an die Sie da rangehen wollen, um ein Festival nachhaltig zu machen?
Es gibt da ganz tolle Beispiele. Das Futur 2 Festival in Hamburg zum Beispiel hat es schon versucht. Auch international gibt es in Hamburg viele Bestrebungen, die auch politisch unterstützt werden, Green Events zu Veranstaltungen. Also das heißt, man überprüft eigentlich ähnlich wie bei einem Stadttheater. Herr Brünger hat eben die Kategorien schon gesagt. Energie, Transport, Mobilität, Inhalt, Reisen, all diese Punkte. Und muss sich halt jedes kleine Körnchen angucken und umdrehen und überlegen, wie kriege ich ein internationales Gastspiel nach Hamburg, wenn ich das gerne zeigen möchte? Wie kriege ich die Räume so beheizt, dass mir die Klimabilanz nicht durch die Decke geht? Ich glaube, auch ein ganz wichtiger Punkt, Heizung und Klimaanlagen, Belüftungsanlagen, jetzt Corona-technisch auch ein Riesenthema, sind ganz große CO2-Treiber in den Häusern. Da ist natürlich toll, auf Kampnagel einen Partner zu haben, die da ganz weit sind. Die sind nicht nur bei der Bundeskulturstiftung mit dem Pilotprojekt, die sanieren gerade auch oder machen die Pläne für eine Sanierung, die nachhaltig sein soll. Also da hat man es ein bisschen leichter, als wenn man jetzt in einem denkmalgeschützten Haus sitzt, das, an dem man nichts verändern kann. Aber genau, also da geht es um die Inhalte, es geht aber auch um das Produzieren selber. Und das ist eine Herausforderung, die eben aber auch nachhaltig gefördert sein muss. Und da sind wir immer noch auf der Suche auch nach strategischen Partnern, weil das passt nicht in die Projektantragsmode. Ich stelle dafür keinen Antrag für ein Jahr und lasse es dann im nächsten Jahr dann schon wieder sein. Also das braucht eine langfristige Planung auf jeden Fall. Jetzt doch vielleicht aus dem Publikum die Abschlussfrage zu diesem ganzen Sektor. Wo stehen wir eigentlich? Wie viel wissen wir da schon? Eine der Fragen war auch, weiß man schon, welche Stromquellen die jeweiligen Häuser nutzen? Oder die Studie der Kulturstiftung wird ja Ende März, ist es richtig, Herr Brünger, Ende März vorliegen in diesem Pilotprojekt. Ich nehme an, das wird auch erhoben, welche Stromquellen dort genutzt werden, ob nachhaltig oder aus fossilen Energien. Genau, das ist natürlich entscheidend für den CO2-Faktor, den man dann an die Zahl setzt. Aber da, das ist zum Beispiel ein ganz klassisches Beispiel, da fängt es eben schon an. In dem einen Theater, da wissen die, wo die Stromrechnung liegt, und zwar in der Verwaltung, in dem Ordner. Und die holt man sich, dann hat man die Zahl und hat auch im Zweifelsfall dann auch die Quelle. Das andere Theater zahlt gar nicht seine eigene Stromrechnung, sondern da tut es der Träger, die Stadt. Und da muss man ja erstmal hinterher, wo liegt überhaupt diese Rechnung? Und da fängt es schon an bei der Datenerhebung. Das heißt, ja, das ist schon so, aber im Zweifelsfall natürlich ist es raus zu bekommen. Und ich würde gerne noch einmal kurz auf die Bedingungen zurückkommen, die Jette Steckel ja schon genannt hat. Wenn wir so über die Inhalte und die Form sprechen, also und vor allen Dingen unter dem Aspekt der Kunstfreiheit, ich würde, oder sagen wir aus KSB-Sicht, wenn wir sagen, naja, wir wollen natürlich keinen Zwang zur Klimakunst befördern. Nicola Bramkant hat es gerade stark gemacht als Appell, sicher, aber nicht als Zwang, als Eingriff in die inhaltliche Auseinandersetzung. Und Produktionsbedingungen gibt es ja jetzt schon. Es gibt Geldbudgets, es gibt den Repertoirebetrieb, der bestimmte Bühnenbilder nicht zulässt, es gibt Gesetze, gefährliche Dinge darf man auch nicht tun auf der Bühne. Und warum nicht auch über konkrete CO2-Budgets nachdenken? Natürlich kann man als Haus auch entscheiden, dass man nur noch mit Bühnenbildern aus dem Fundus arbeitet. Das kann man auch entscheiden. Aber auf einer viel grundsätzlicheren Ebene, glaube ich, sowohl für den stationären Betrieb als auch für Festivals ist dieses Stichwort der CO2-Budgets ein sehr sinnvolles. Wenn man erstmal weiß, meine Festivalausgabe im Jahr 2019 hatte den und den Footprint mit so und so viel Produktion. Warum nicht sich das als Messlatte setzen und sagen, im nächsten Jahr versuchen wir eben, uns zu verbessern und weisen jeder Produktion ein gewisses Budget zu. Und dann kann das Produktionsteam selber entscheiden, wie sie damit umgehen wollen. Na, kommen wir dann jetzt zu dem, wo schon alle mit den Hufen scharren. Ja, als Künstlerinnen und Künstler können wir ja uns ausdrücken und sind eben auch immer noch diejenigen, die Bilder produzieren, die vielleicht lustmachend oder weniger lustmachend sind. Tobias Rausch hat in einem der Videos von Echo Saloon TV gesagt, das fehlt eigentlich ein Klimanarrativ, das irgendwie Leute mitreißt, das lustmachend ist. Wir haben natürlich einige Jahrzehnte Avantgarde-Theorie auch hinter uns, ja, wo Konzepte wie Verschleiß, Überbietung, Ablösung des Neuen durch noch Neueres wesentlich im Vordergrund standen. Jette Steckel, würden Sie diese Bestandsaufnahme des Kollegen Rausch teilen, dass Klima noch nicht so richtig
sexy oder nicht so richtig gemeinschaftsbildend ist und es eigentlich im Theater noch nicht wirklich Stoffe gibt, wie man das erzählen kann. Also ganz unabhängig davon, dass es, also ne, ich fordere nicht an, wie sich thematisch um Klima kümmern, sondern vielleicht sozusagen andere Erzählweisen einbringen, die sozusagen die Herausforderung klimaneutraler Lebensform sinnlich verfügbar machen? Die Herausforderung klimaneutral. Also ich glaube doch, gibt es relativ viele Festivals, die sich damit beschäftigen und viele Produktionen, zum Beispiel letztes Jahr am Thalia Theater, die Lessing-Tage waren komplett auch zu dem Thema. Es gibt Stücke wie zum Beispiel die Klimatrilogie von Köck, wo es auch die, wo sozusagen die Natur zum Teil personifiziert wird, wenn man das, also das halte ich zum Beispiel für einen starken Stoff, abgesehen von übrigens zahllosen Stoffen, die schon in der Antike sich mit der Kraft der Natur ja irgendwie beschäftigen. Ich finde nicht, dass es sozusagen von, ich empfinde nicht einen Mangel der Erzählbarkeit in den Stoffen. Allerdings sozusagen konkret mit der Umsetzbarkeit der Herausforderungen für uns auf der Bühne umzugehen, da ist man wahrscheinlich eher eben in so einer Art dokumentarischem Theater eher im Moment unterwegs, als eben in der sozusagen im klassischen Schauspielertheater. Da gibt es vielleicht sowas wie den, habe ich schon gesagt, Volksfeind von Ibsen ist jetzt ein sehr konkretes Stück, wo es darum geht, wo es genau eigentlich um das geht, worüber wir hier gerade reden, nämlich eben den Kampf gegen das Wissen oder der Wirtschaft gegen das Wissen. Aber man wünscht sich natürlich Gegenwartsstoffe, die da, also auch von den Autoren, die Wege finden, mit der Situation irgendwie poetisch umzugehen, beziehungsweise Umgangsweisen zu zeigen. Aber ich finde, es greift da so viel ineinander an künstlerischen Möglichkeiten, dass ich nicht richtig sagen würde, es gibt die Sprache noch nicht, in der wir erstens über die Ambiguitätstoleranz, mit der wir da unterwegs sind und eigentlich wissen, dass zum Beispiel was, worüber wir gerade auch geredet haben, Fliegen geht, wenn man diesen Videos auch folgt, die wir eingangs gesehen haben, gar nicht. Und darüber zum Beispiel, warum wissen wir das eine und tun das andere, gibt es ja unendlich viel Stoff. Das, worum es jetzt hier vielleicht geht, ist eben wirklich so Aufklärungstheater oder Mutmachtheater, die Dinge zu verändern, was man dann eher findet, irgendwie zuletzt vielleicht bei Brecht. Aber die neuen Stoffe, die sich konkret mit dem beschäftigen, was wir da jetzt zu tun haben, die kommen ja jetzt bestimmt bald. Frau Bramkamp, Sie haben da schon mehrere Jahre Erfahrung auf dem Festival, auch mit einem großen Spektrum an Kunstformen, also von Arbeiten, die partizipativ sind, die das Publikum einbeziehen, viel im Kinder- und Jugendtheaterbereich. Wie ist Ihr Eindruck? Gibt es Erzählformen, die sich schon bewähren, wo Sie das Gefühl haben, da werden schöne Diskussionen angeregt oder wo sehen Sie auch Defizite vielleicht in den Kunstformen? Ja, also ich habe das Plädoyer ja gerade gehalten, weil ich mir wünschen würde, dass es mehr KünstlerInnen gäbe, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Ich finde das tatsächlich jetzt seit den Jahren, wo wir uns damit beschäftigen, also jetzt ein Festival zu kuratieren, wo man die großen Produktionen einlädt, die spannend, auch ästhetisch, künstlerisch interessant sind, das fällt noch nicht so leicht, finde ich, weil es nicht so ist, dass es die Künstler nicht gibt, sondern es ist tatsächlich auch dramaturgisch, ich bin ja Dramaturgin von Haus aus, ein komplexes Thema, dem man sich irgendwie auf unterschiedliche Arten und Weisen nähern kann. Jette Steggel hat das gerade gesagt. Ich glaube, das, was im Moment am ehesten funktioniert, ist, über was Dokumentarisches zu gehen. Und das sind dann eben oft so kleinere, performativere Interventionen,
die können auch ganz groß sein, die können auch ganz großartig sein, wie die Weltklimakonferenz von Rimini-Protokoll am Schauspielhaus in Hamburg, die wirklich phänomenal war. Oder wir haben viel mit Stan Scuff zusammengearbeitet, die eine Installation gemacht haben, die auch viel gereist ist, From All the People of the World, diese Reisinstallation, also wo man einfach Statistiken in Reiskörnern, jeder Mensch ein Reiskorn nachbaut. Nie kann man Statistiken so sinnlich erfahren wie da. Also man kann auch, selbst wenn man über Fakten spricht, ganz emotionales Theater machen, auch opulentes Theater. Wobei ich bei der Weltklimakonferenz von Rimini-Protokoll nicht wissen möchte, was die Sonneninstallation an CO2 gefressen hat. Aber das war ja vor ein paar Jahren. Ich glaube, was extrem funktioniert, ist Provokation. Provokation ist etwas, was wir im Theater ja gerne machen, also Abonnenten erschrecken, aber das geht natürlich sozusagen auch noch über eine politische Provokation. Ich habe die Yes Men gerade schon erwähnt, mit denen wir in Bonn zusammengearbeitet haben. Wer sie noch nicht kennt, sollte sie googeln. Ein Performance-Kollektiv, die über Fake News arbeiten, die sich als Unternehmen ausgeben und dann an die Öffentlichkeit gehen, die viel im Bereich Klima gemacht haben. Also ganz, ganz tolle Gruppe. Oder auch das Peng-Kollektiv, mit denen wir vor 2 Jahren zusammengearbeitet haben, die eben auch tolle Interventionen machen. Das heißt, provozieren, auch politische Entscheider provozieren, auch Absurditäten sozusagen aufzubrechen, halte ich für einen super dramaturgischen Kniff, um mit diesem Thema umzugehen. Und das Dritte, und da glaube ich, tut sich dann eben das Theater schwer, das klassische mimetische Theater, Emotionen zu erzeugen, das kann Kunst, das können wir ja auch. Und da haben wir eben mit Bernadette Hengst super erfolgreich gearbeitet, eben aber mit Kindern, besonders ja im Theater mit Kindern und Tieren. Das ist ja fast ein bisschen unfair, wenn man diese Tricks anwendet, aber über chorisches Singen mit Kindern, das hat die Herzen geöffnet, auch der Delegierten der Weltklimakonferenz. Das geht im Feuilleton nicht durch, da gab es zum Glück keine Kritik auf Nachkritik drüber, das wäre wahrscheinlich an der postdramatischen Latte gescheitert. Aber ich finde, da ist echt noch Luft nach oben, weil Klimawandel ist abstrakt und wir können Dinge abstrakt begreifen. Das wissen wir seit der Antike, ne, dass wir das auch so beschreiben können. Aber meistens ist es dann erfolgreich und wird zum Klassiker, wenn es über individuelle Nachahmung geht, wenn wir mimetisch sind, wenn es Katharsis gibt. Und das läuft über Empathie und Identifikation. Und da finde ich, ist Aristoteles schon ein Fuchs und dem sollte man dann da vielleicht auch mal Gehör schenken, weil natürlich ist so ein Stück wie Atmen von Duncan Macmillan in der Inszenierung von Katie Mitchell deshalb so toll, weil es um einen Mann und eine Frau geht, die sich die Frage stellen, ob sie ein Kind kriegen sollen, trotz Klimawandel. Und dann wird es ganz persönlich, ganz emotional. Und da liebe ich zum Beispiel das Kinder- und Jugendtheater, weil die nicht permanent mit einer intellektuellen Ironie-Thematik zu tun haben, sondern 1:1 ihre ZuschauerInnen erreichen wollen. Und da würde ich mir wünschen, dass es einfach Stücke gibt, die nicht nur postdramatisch, nicht nur philosophisch, nicht nur dokumentarisch daherkommen, sondern auch emotional. Und dass das eben auch politisch interessant ist, zeigt zum Beispiel eine Kampagne von Germanwatch, der NGO, die mit dem Fall Juarez, einem peruanischen Bauern, der gegen RWE klagt, sozusagen ein Live-Stück inszeniert haben. Das individuelle Schicksal eines Menschen in Peru und der klagt einen der größten Emissionsgeber RWE an und man kann damit komplett entlarven, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Das kann man doch auch als Stück super an so einem schönen Sonntagabend sich am Thalia-Theater angucken, wenn es denn jemand schreiben würde. Und genau, das glaube ich ist tatsächlich noch interessant. Ich glaube auch, das ist wirklich nicht der Mangel an Stoffen. Es ist im Moment konkret, wenn dann nur der Mangel an Stücken. Aber auch im Film gibt es ja unendlich viele Vorlagen eigentlich schon und auch individuelle Geschichten, die sich für das Theater eignen. Aber in Stücken sind wir noch ziemlich leicht betucht. Ja, es scheint ja auch so die große Stunde der Gerichtsdramen zu sein. Ein anderes Fall hat das mit Ökozid in die ARD getragen. Wir sehen, dass Ferdinand von Schirach Riesenerfolge feiert, Land auf, Land ab, so mit seinen Gerichtsdramen wie Terror. Kann man auch partizipativ gestalten, dann holt man es auch nochmal emotional ans Publikum heran. Es scheint so eine Art Maximum an Wissensvermittlung bei gleichzeitiger Suspense irgendwie zu garantieren. Ja, also wer gewinnt den Prozess? Gibt es noch ein Statement von Angela Merkel am Schluss? So, ne? Das sind so die Cliffhanger. Aber man hat gleichzeitig so ein bisschen das Gefühl, Frau Steckel,
für Regisseure sind es irgendwie undankbare Stoffe. Also die können sich dann sozusagen nicht so in ihrer Regiefantasie ausdrücken. Also Gerichtsdramen wirken da so leicht einengend. Täuscht mich der Eindruck oder wie sehen Sie das? Ich glaube nicht, dass man das verallgemeinern kann, ehrlich gesagt. So viele Formen, wie das Herr Brünger auch gerade gesagt hat, so viele Teams und Regisseurinnen stecken ja irgendwie hinter den Arbeiten. Und der eine hat Bock auf ein Gerichtsdrama und der andere nicht. Also ich interessiere mich für sowas nicht so, aber ich gucke es gerne. Aber es zu inszenieren ist natürlich unter bestimmten Voraussetzungen spannend und eben haben Sie ja gesagt, es funktioniert im Theater gut und wird viel gemacht. Auf der anderen Seite sind die Fragen, warum wir bestimmte Dinge nicht tun, ja auch interessant. Ne? Mhm. Und das ist erstmal, finde ich jetzt nicht, muss man nicht das sozusagen auf ein Feld verengen, in dem sich das Theater nur mit der Aufklärung beschäftigen sollte, sondern es gibt eben alle möglichen Ausdrucksfelder, auch ein klassischer Stoff, wie gesagt, in komplett mit den, der sich die Auflagen gibt, komplett klimaneutral zu funktionieren, macht eine Aussage in sich. Es geht ja nicht nur um das Thema, aber interessant zu inszenieren, naja, es kommt schon sehr auf die Schauspieler an. Mehr muss man, die haben ja dann alle einen festen Platz. Ja, sowieso, dass man denkt, wenn ich es mal einschieben darf, es kommt auf die Schauspieler an. Eigentlich wäre Theater ja das klimaneutralste Medium schlechthin, nicht? Also es braucht ja dann doch irgendwie nur die Schauspielerin in einem leeren Raum, um irgendwie den seligen Peter Brook da noch zu zitieren und ein Publikum drumherum, das zuschauen mag, wie sozusagen imaginär eine Welt kreiert wird. Also eigentlich könnte es irre klimaneutral sein, oder? Ja, genau, es braucht ja eigentlich noch nicht mal den Raum. Also zumindest braucht es sozusagen eine Art Form von, sagen wir, Räumlichkeit zwischen Publikum und Spielerin, respektive das, was sie als Rolle da drin kreiert. Genau, aber kommen tut es ja aus dem Freien. Und also es braucht nicht Raum als Immobilie oder so, ne? Genau. Das, nee, genau. Ja, es braucht sozusagen also Raum als ein Verhältnis. Genau. Wir haben, glaube ich, also ich muss gleich mal um Entschuldigung bitten, wir werden nicht alle Fragen, die im Chat auftauchen, aber teilweise auch im Chat unter den Zuschauerinnen auch beantwortet werden, aufgreifen können. Aber das Interesse ist natürlich groß, eigentlich auch an Fragen, wie können sich auch Theater vernetzen? Vielleicht Sebastian Brünger, wissen Sie, gibt es schon jenseits des Projekts der Bundeskulturstiftung eine Vernetzung von Theatern zum Thema Klimaneutralität? Also gibt es Arbeitsgruppen, die zwischen den Häusern sich schon vernetzen? Ja, also es gibt zum Beispiel im Rahmen der Dramaturgischen Gesellschaft von Nathalie Driemeier eine Arbeitsgruppe, die sich gegründet hat zum Thema Klima. Die DG-Konferenz ist dieses Wochenende, wo sicherlich auch wieder dort gesprochen wird. Also das ist so eine, die mir spontan als erstes einfällt. Es gibt das Aktionsnetzwerk für Kultur und Medien, neu gegründet, von Frau Grütters gefördert, das jetzt Anfang Februar auch eine Veranstaltungsreihe anbieten wird. Das ist aber spartenübergreifend. Eine gute Gelegenheit zur weiteren Vernetzung ist, dass wir als KSB aus dem Fonds Doppelpass heraus mit dem Aktionsnetzwerk für April eine Klimawerkstatt Theater planen, 12.04., wo wir konkrete Workshops anbieten wollen zum Thema grünes Touren, zum Thema Betriebsökologie. Das heißt, die Netzwerke bilden sich. Ich würde sagen, die gibt es, ja. Und es gibt die Gelegenheiten vor allen Dingen. Ja, Entschuldigung. Entschuldige, ich wollte noch ergänzen, die Kulturpolitische Gesellschaft hat sich das unter neuer Leitung auch auf die Fahnen geschrieben. Die Wuppertaler Gespräche sind da initiiert, um sozusagen die Kulturpolitik auch mitzunehmen. Und dann gibt es auch noch das Aktionsnetzwerk Agenda 2030. Also da gibt es einiges, was man machen kann tatsächlich. Und es gibt ja auch bestehende Strukturen schon. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die DTHG denke, an die Deutsche Theatertechnische Gesellschaft, dort sind die ganzen technischen Direktoren versammelt und der Bühnenverein
auch da gehört das Thema natürlich hin. Nicola Bramke hat oder Jette Steckler hat schon gesagt, natürlich gibt es auch noch 10 andere Themen, die gerade drängen und immer noch weiter auf die Institutionen draufgeschlagen werden. Auch aus förderpolitischer Perspektive von der KSB haben wir das ähnliches Problem, dass immer noch ein weiteres Förderprogramm die Institutionen verändern möchte im Hinblick auf Diversität, Digitalität, Machtstrukturen, so und jetzt ökologische Nachhaltigkeit. Aber ich glaube, ein auflösender Gedanke dahin könnte sein, eben das Ganze unter dem ganzheitlichen Verständnis von Nachhaltigkeit zu subsumieren und am Ende auch zu bewerten. Da ist vielleicht nochmal ganz wichtig, dass die Nachhaltigkeitsziele der UN, die kannte ich auch nicht, wenn ich nicht mich mit diesem Thema beschäftigt habe. Das sind 17 Ziele, die eben von Geschlechtergerechtigkeit über Klimaneutralität, über Welthunger lösen, wirklich allumfassend, wirklich nachhaltig und ganzheitlich gedacht werden. Und das kann man, das machen ganz viele Unternehmen auch gerade, sich sozusagen das mal als Blaupause über seinen Arbeitsbereich anzuschauen. Und das ist total inspirierend. Ja, um es vielleicht nochmal, ich habe es vorhin schon angetippt, auf so eine vielleicht auch philosophische Ebene zu holen. Der Amitav Ghosh hat ja gesagt, die Klimakrise ist im Wesentlichen eine Krise der westlichen Vorstellungskraft. Eine Vorstellungskraft, die im Grunde genommen völlig feststeckt in dem, was wir bei Nachtkritik mit der Böll-Stiftung zusammen vor 2 Jahren auf der Konferenz Theater und Netz die Innovationsschraube genannt haben. Ja, also diese permanente Überbietung eines Produkts, das dann eine schnelle Verfallsdauer hat und dann wieder überboten werden muss. Und wir kennen das im Theater in diversen Bereichen. Die Uraufführungsflut, ja, wo die Medien auch, also wir als Kritiker stehen ja durchaus auch mit in der Kritik, drauf anspringen, dann lieber den neuen, noch ungekannten Abend zu beschreiben, als vielleicht den 25. Hamlet. Gibt es so Bereiche, wo man so denkt, da kann man aus dieser Innovationsschraube schon ein bisschen rauskommen. Ein anderes Stichwort ist bei uns im Theaterbereich ja die Überproduktionskrise. Und dann haben wir durch Corona aktuell den Stau an Produktionen. Die Terminkalender lassen es nicht zu, dass gar nicht produziert wird. Allerdings kann auch zurzeit nichts gespielt werden. Gibt es jetzt schon Punkte, wo man deutlicher sieht, da kommen wir raus aus so einer Überproduktion? Da kann man vielleicht auch wirklich mal Schleifen schalten, dass man sagt, lieber eine Produktion länger vorhalten oder nochmal austauschen mit einem Nachbarort. Schauspielhaus Zürich hatte ja auch über Austausch nachgedacht bei Produktionen. Lässt uns Corona da einiges deutlicher sehen? Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das auch hier nicht so einfach ist und eindeutig über die Kulturpolitik gespielt werden muss, im Fall der Stadt- und Staatstheater über die Träger. Weil es natürlich ganz wichtig ist, dass da auch finanziell mitgedacht wird. Und das ist nicht so einfach herzustellen. Ja, also das ist im Moment eine richtige Falle, weil im Moment wird ja sozusagen die Überproduktion auch noch weiter betrieben, und zwar auf der Grundlage dessen, dass es gar niemand sehen kann. Und deswegen ist man sozusagen mit der Absurdität so ein bisschen am Gipfel, wobei man nicht weiß, ob man irgendwann diesen jetzt gerade unsichtbar hergestellten Corona-Spielplan braucht. Weil wenn man dann wieder spielen kann, kann man ja alles, was schon mal da war in der letzten Spielzeit und vielleicht 5 Vorstellungen hatte, trotzdem jetzt nicht zeigen, sondern braucht dann neue Dinge, die irgendwie den sich ständig ändernden Vorgaben gerecht werden. Und das ist eine ziemlich große Schwierigkeit natürlich für die Theater. Und die Überproduktion an sich ist eine, glaube ich, eine große Falle, die aber eben auch ganz stark kommt durch alles Mögliche, auch übrigens sinkende Löhne bei den Künstlern, also auch die Teams müssen schlicht und ergreifend mehr arbeiten, um überhaupt leben zu können als früher. Die Theater wollen viele Produktionen machen, um im Gespräch zu bleiben, um potenziell irgendwohin eingeladen zu werden. Man schießt einfach sozusagen mit dem Schrotflintenprinzip irgendwie mal so in alles rein. Und dadurch ist die zum Teil die Beliebigkeit auch in der in den Spielplänen und in den Profilen der einzelnen Häuser ja riesig, wie in den Fußgängerzonen. Und das ist alles eben eine Frage des Mutes,
sich einfach zu trauen, glaube ich, sich runter zu regulieren. Damit ist man auch wieder beim Klimathema auf der einen Seite und aber auch der Unterstützung von auf der einen Seite der Öffentlichkeit, auch der Kritik und auf der anderen Seite aber eben auch von sowas wie den Stiftungen zum Beispiel, kann es möglich gemacht werden, für die Häuser Ökostrom zu beziehen. Das sind zum Teil ja auch wirklich gewichtige finanzielle Fragen. Das ist teuer. Die Angst, weniger zu produzieren, schürt die Angst, weniger Einnahmen zu haben und so weiter. Also es greift einfach alles sehr ineinander. Und auch neuen Stoffen zu vertrauen, die jetzt so auf eine Art randständige, ins immer noch randständig vorkommende Themen beinhalten, wie zum Beispiel, ich hatte auch ein Stück After the Blast, heißt es, Menschen nach dem Klimakollaps unter Tage. Das ist irgendwie so im Bereich von Science Fiction, kleine Bühne, strange noch alles. Wird jetzt nicht unbedingt das Vertrauen reingesetzt, dass wir damit irgendwie 20 mal 1000 Plätze vollkriegen. Und das ist auch wieder eine Mutfrage und so weiter. Also ich glaube, es hat natürlich auch wirklich viel mit Geld zu tun, tatsächlich den Theatern ein bisschen Mut zu machen, zu sagen, macht's anders, macht's neu, macht's weniger. Und intern ist auch einfach zu fordern. Sebastian Brünger, Sie haben in Ihrem Pilotprojekt auch die Schaubühne Berlin dabei, die wie überall auch nachzulesen ist, chronisch unterfinanziert, große Teile ihres Budgets durch Touren einspielen muss. Also ich glaube 2,2 Millionen Euro sind an Einnahmen geplant und etwa 10% des Gesamtbudgets. Das Haus hat immerhin den Mut, in so ein Pilotprojekt einzutreten. Es gab auch damals ein Gruppengespräch schon, in dem Sie dabei waren, wo über die Produktionsbedingungen gesprochen wurden. Nehmen Sie das wahr, dass so ein Haus da auch sagt, na, hier kommen wir aber in existenzbedrohende Gefilde, wenn wir anfangen, unser Reisen zum Beispiel zu bilanzieren? Also für die Schaubühne kann ich das nicht sagen, weil ich das nicht weiß. Wir sind ja sozusagen erst dabei, gerade die Ergebnisse zu erarbeiten, und wir haben sie dann im März. Aber im Vorgespräch, als wir dieses Pilotprojekt aufgesetzt haben und auf Häuser zugegangen sind, da gab es schon von einigen Häusern die Sorge, dass man natürlich, wenn man so eine Zahl erstmal hat, auch daran gebunden wird und dass man wie so eine Art an den Pranger gestellt wird mit so einer Zahl, auch in der Öffentlichkeit, von einer öffentlich, und dass man im Zweifelsfall auch dann vielleicht von einer Politik, einer Kulturpolitik, die dann so eine Zahl entdeckt, auch dran gehalten wird und gesagt hat, okay, dann dürfen wir vielleicht jetzt bald nicht mehr reisen oder dürfen nur noch weniger reisen. Und diese Sorgen gibt es schon. Insofern glaube ich aber, dass es essentiell ist, wir haben das schon an einigen Stellen jetzt benannt, dass hier die Häuser auch mit ihren kulturpolitischen Trägern auch ins Gespräch gehen müssen. Auch, es braucht sozusagen beides. Es braucht eine mutige Politik, eine mutige Kulturpolitik, die einen Rahmen setzt und die Dinge auch klar benennt, aber auch ohne das Versprechen von Schmerzfreiheit. Und es braucht die Akteurinnen und Akteure, die auch fordern und gleichzeitig auch hier mutig vorangehen und gute Beispiele produzieren. Und im besten Falle greifen diese Dinge dann ineinander. Ja, wir sind schon fast in einer schönen Abschlussrunde, in der auch Wünsche formuliert werden und eben auch der Wunsch nach einer politischen Rahmensetzung. Eine Frage wollte ich zumindest einbinden noch aus Instagram, die kam schon einige Tage im Vorfeld. Kleine Häuser seien oft schon viel weiter, freie Bühnen seien weiter im Nachdenken über recycelte Bühnenwaren, im Nachdenken über Flyer, die auf klimaneutrale Weise gedruckt werden, Plakate, die gedruckt werden. Und dann heißt es von Hashtag Kultur, wir fragen uns, warum kleine private Theater bereits Vorreiter sind und große Bühnen noch immer sich mit dem Thema schwer tun. Es wäre toll, wenn ihr dieses Thema behandeln könntet. Frau Bramkamp, Sie sind ja Grenzgänger auch zwischen großen Staats- und Stadttheatern und jetzt auch der freien Szene auf der anderen Seite. Also lässt sich da schon eine Aussage fällen? Gibt es da Vorreiter oder an welcher Stelle steht freie Szene und Stadttheater?
Ja, die Debatte ist, wird ja immer wieder aufgemacht, auch wer ist der Innovationstreiber, wer ist sozusagen da der Hämmer. Ich würde das nicht so pauschal sagen. Ich glaube, es gibt ganz klare Gründe, ich habe die eben auch schon versucht zu benennen. Wir haben natürlich es leichter auf Kampnagel oder in freieren Produktionsstätten, wenn wir keine Immobilie haben, die denkmalgeschützt ist und aus dem 19. Jahrhundert stammt und wo sozusagen ein Riesenapparat dran hängt mit 400 Arbeitsplätzen. Da malen die Mühlen einfach strukturell langsamer, das ist ja ganz klar. Und bei den kleineren Theatern ist es so, oder auch bei den freien Produktionszusammenhängen, dass natürlich der permanente Mangel an Finanzierung auch nochmal Kreativität im Verzicht sozusagen schult. Natürlich muss ich, also ich habe beim ganz kleinen Theater, im Theaterhaus Jena angefangen, eben genau an der Grenze zwischen Stadttheater und freier Szene. Wir haben unglaublich kreativ sind wir damit umgegangen, dass unsere Bühnenbilder so viel Etat hatten, wie wahrscheinlich das Kostümetat von einem Schauspieler am Burgtheater. So. Also da ist man natürlich, weil man kleiner ist, sowieso immer schon mal flexibler und vielleicht auch kreativer. Das kann man so nicht benennen, auch wenn man sich so ein bisschen anguckt, wenn man die technische Gesellschaftsunterlagen sich da anguckt. Es gibt ein Theater wie Münster oder Wiesbaden oder Darmstadt, aber eben auch die Deutsche Oper in Berlin. Also das hat was auch mit einem Bewusstsein der künstlerischen Leitung zu tun, glaube ich, die einfach Prioritäten setzt und die sagt, das kommen wir jetzt einfach mal auf die Agenda, das interessiert mich, da gehe ich jetzt ran, oder eben mit dem Druck der Förderer. Und das muss ich noch mal betonen. Ich glaube, dass da Kultur und Nachhaltigkeit auch in der Kulturpolitik ganz klar miteinander verknüpft werden müssen, weil es von alleine so nicht passiert. Und wenn ich als Theater, als großes Haus vor diesem ökonomischen Druck stehe, immer mehr zu produzieren und mein Träger mich auch nicht dafür belohnt, dass ich einspare zum Beispiel, weil die Kosten eben wieder, weil die gar nicht am Ende beim Theater landen, dann ist es die Spirale, die das Ensemble-Netzwerk ja sehr schön auch beschreibt. Am Ende sind die kleinen, flexiblen Posten immer nur die künstlerischen Etats und die werden immer kleiner und die Leute arbeiten für immer weniger Geld, machen immer mehr. Und dass das aufhören muss, das hat spätestens seit der Gründung des Ensemble-Netzwerks jeder begriffen, glaube ich. Das hat auch die Kulturpolitik zum ersten Mal verstanden. Das war denen ja gar nicht präsent. Und ich glaube, da ist Lobbyarbeit auch wichtig. Es sind ja nicht die bösen, bösen Kulturpolitiker, die das nicht wollen, sondern wir, die wir das vielleicht auch oft so ein bisschen so heimlich hinterm Vorhang so wegtuscheln. Wie viele Bühnenbilder verschrottet wurden. Eine wahnsinnige Gosch-Inszenierung, die wir hatten mit einem Bühnenbild von Herrn Schütz, einem deutschen Schauspieler aus Hamburg. Da wurde für jede Vorstellung ein kleines Birkenwäldchen abgeholzt. Das sah unfassbar schön aus und es war unfassbar schlimm, diese Bäume dann im Container zu sehen. Und natürlich muss da jemand Stopp rufen und wenn da keiner Stopp ruft, das ist ja wie mit Kindern, dann fängt man an und geht da in den Exzess, ist, glaube ich, ganz klar. Ich würde gerne auch ergänzen, dass ich glaube, dass diese Differenzierung oder diese Zweiteilung, die großen Stadttheater und die freie Szene, eben auch dann nicht so zielführend ist. Ich glaube, man kann aus beiden Feldern, und die Grenzen verschwimmen ja immer mehr, gute Beispiele finden. Es gibt tolle Beispiele von großen Theatern, es gibt tolle von kleinen Theatern. Und ich würde mir da eher wünschen, dass wir eben nicht da reintappen und sagen, erstmal die Großen oder die, wir machen es ja eh schon, sondern im Grunde genommen müssen wir uns alle da bewegen. Das betrifft uns alle, ob klein oder groß, und wir alle müssen da unseren Beitrag leisten und uns bewegen. Und da ist es, finde ich, erstmal eine Frage der Haltung. Eine Haltung zu entwickeln. Genau. Zielkonflikte gibt es am Ende immer noch genug, aber es braucht erstmal eine Haltung. Und die müssen die Großen für die Kleinen haben. Ja, wir haben Wünsche formuliert heute. Jette Steckel, mögen Sie vielleicht das Schlusswort in unserer Dreierrunde hier oben, Viererrunde übernehmen? Sie haben ja vorhin schon gesagt, es wäre schon eine große Lust drauf auf gute Stücke. Habe ich vorhin rausgenommen, gute Stücke, die Themen aufgreifen. Ja, das wünscht, also klar, das wünscht man sich, und gute Arbeiten, die aber eben nicht zu einem reinen didaktischen Theater werden, weil das ist irgendwie, das hast du ja eingangs auch schön gesagt, man kann halt alles auf dem Theater letzten Endes verarbeiten, die Lust, die Unlust, den Frust, die Liebe, zum Leben, und wir müssen uns da bewegen, sowohl in den Texten, aber auch vor allem in den Ausdrucksformen und am allermeisten, glaube ich, in der Konsequenz zu unseren Überzeugungen. Und das betrifft ja
eben nicht nur die Theater, sondern einfach alle und deswegen absolut auch die Theater. Und ich glaube, das ist ein super Weg, der da gerade losgeht, auch ein bisschen zu helfen mit den Studien, wie sie die da gerade anfangen. Mhm. Ich habe ganz begeistert von einer Mitarbeiterin des Thalia-Theaters gehört, dass sie es super fand, dass die am National Theater den Kaffee zu Recycling-Briketts verarbeiten, den Kaffeesatz des gesamten Theaters. Das kann dann schon auch anfangen, richtig Spaß zu machen. Es wird ja lustig, wenn man sich überlegt, was man eigentlich alles tun könnte mit den Häusern. Ja. Deswegen, ich glaube, wir sollten da irgendwie freudig an die Arbeit gehen. Das ja. ist ja wunderbar, was passiert. Es ist doch wunderbar, weil wie sich die Dinge bewegen. Eine Reihe Best-Practice-Beispiele, auf die wir uns freuen dürfen, gespannt sein dürfen. Wir gucken, ob das auf Kampnagel möglich wird, dieses Nachhaltigkeitsfestival. Also wir werden gespannt dorthin schauen. Wir sind natürlich gespannt auf die Ergebnisse der Pilotstudie. Ist ja auch nicht mehr weit hin, bis die dann veröffentlicht werden. Wenn ich die Diskussion, die meine Kollegin Esther Slevogt mir hier mal über Skype zugespielt hat, richtig nachvollzogen habe, da gibt es ein großes Bedürfnis nach Austausch, nach Vernetzung. Es sind eine ganze Reihe von Angeboten der Vernetzung schon gefallen. Einige wurden genannt im Laufe unseres Gesprächs. Ich hoffe, dass wir das weiter sichern können, die Ergebnisse. Das Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit sind verschiedene Ansprechpartner im Raum. Ich danke für dieses Gespräch. Wir sind mit den 1,5 Stunden am Ende angekommen. Ich habe jedenfalls sehr viel mitgenommen, bin natürlich eigentlich als Vertreter des Publikums eben von draußen, habe auch gehört, wie gearbeitet wird auf den Bühnen. Ich danke im Namen von Nachtkritik.de der Körber-Stiftung, dass sie diese Veranstaltung möglich gemacht hat. Bedanke mich nochmal bei Lynn Musiol, Christian Schirner, dass sie das initiiert haben. Auch an Dank an Jannik Böhmer für die Videoserie, die mit Musiol Schirner zusammen erstellt hat. Und natürlich danke Ihnen, die hier heute Abend waren, Nicola Bramkamp, Jette Steckel, Sebastian Brünger. Ich wünsche uns allen einen guten Abend und Kraft und Lust, die Forderungen der Klimaneutralität anzugehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss, danke.